Meine Tomaten werden nicht rot. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Den Hilferuf, den höre ich momentan wirklich sehr oft. Da schreiben manche, meine Tomaten werden nicht rot oder meine Tomaten, die hängen schon seit Wochen grün dran und es tut sich nichts. Ja, es gibt da zwei Gründe dafür. Der eine ist, dass sie wirklich zu wenig Sonne ist. Nein, das sind eigentlich drei Gründe, ne? Wenn zu wenig Sonne ist, die wollen ja in der Sonne stehen, vielleicht habt ihr die dann in zu viel Schatten, obwohl ja die Tomaten Nachtschattengewächse sind, die reifen ja auch über Nacht. Aber sie brauchen auch Sonne zum Reifen und auch für den Geschmack. Ne? Das ist ein Grund, dass sie vielleicht einen falschen Standort haben. Der zweite Grund ist, dass das vielleicht, müsst ihr mal auf euren Samen schauen oder vielleicht, wenn ihr selber gezogen habt, ich weiß ja nicht, welche Sorten. Es gibt Sorten, die bleiben ewig lang grün und dann reifen sie auf einmal. Ich weiß jetzt nicht, wie die Sorten heißen, aber ich weiß, dass es gibt. Und dann die dritte Sorte ist, ihr gießt falsch. Ja, das ist wirklich so. Wenn die Tomaten zu viel Wasser kriegen, dann reifen die ganz, ganz langsam. Ja, stimmt wirklich. Ja, das wissen die wenigsten. Ja. Und das könnte auch die Lösung für euch sein. Also Tomaten brauchen nicht einmal so viel Wasser, wie es eigentlich, wie man eigentlich immer sagt. Wenn ihr mal in den Süden schaut, oder wo es die Tomaten, ja, Italien, Spanien und so, die gießen lang nicht so viel und da ist doch viel heißer. Die Tomaten, wenn es also richtig heiß ist im Sommer, so über 30 Grad hat, da gieße ich meine Tomaten einmal am Tag, aber kräftig. Ja? Meistens abends eigentlich, aber manchmal auch früh. Es kommt immer darauf an, wann ich heimkomme oder was halt gerade ist. Ne? Es ist egal, aber einmal am Tag. Ich habe ja so Becher neben den Pflanzen drin und da gieße ich in die Becher rein. Da gibt es ein Video, das könnt ihr mal anschauen. Das ist wirklich eine gute Sache. Dann, wenn man auf die Erde gießt, nicht zu viel gießen. Also wie gesagt, wenn es heiß ist, jeden Tag. Wenn es aber nicht mehr so heiß ist, so wie jetzt, Ende August war es einmal eine Zeit lang, tagelang nicht heiß oder nicht so heiß. Und jetzt im September, jetzt haben wir zwischen 20 und 25 Grad, das ist auch nicht mehr heiß, das ist schön warm. Da reicht es, wenn ihr die jeden zweiten oder dritten Tag einmal gießt. Öfters nicht. Und das macht nämlich, das macht sehr viel aus. Probiert das einmal, dann, hoppla, jetzt wird gekämpft, weil sie sich langweilen, die zwei. Und probiert das einmal aus, denn es ist wirklich so, Tomaten, manche gießen nur einmal in der Woche. Ich habe sogar mal jemanden, also hat mich jemand angeschrieben, sie gießt überhaupt nicht die Tomaten. Also das mache ich nicht, weil ich denke mal, jeder hat Durst, wenn es 30 Grad hat, ne? Auch die Pflanzen. Und ich meine dann nämlich, dass die Tomaten vielleicht trocken werden, also und nicht so saftig. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass man den Pflanzen überhaupt kein Wasser gibt, wie gesagt. Also macht das einmal, gießt weniger jetzt, ruhig erst nach drei Tagen wieder und beobachtet einmal, ob die dann wirklich rot werden. Es ist ein wichtiger Grund. Das war's. Das war mein Tipp für heute. Ich hoffe, er hat euch gefallen und das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, würde mich freuen drüber. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke fürs nächste Video gleich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss.